was bist du verantwortlich bei der DGW? Also ich bin in sehr vielen verschiedenen Abteilungen. Ich wechsle alle 2-3 Monate meine Abteilung. Jetzt gerade bin ich im HR. Dann komme ich ins Travel and Fleet Management, dann im Einkauf, ins Marketing. Ganz viele verschiedene Sachen. Also man hat eine Spannweite und man lernt sehr viele verschiedene Sachen. Was mache ich nur? Termine machen, ausmachen, alles Mögliche. Umgang mit Excel, PowerPoint, Word. Und genau, Mithilfe bei diversen Veranstaltungen zum Beispiel. Was ist am coolsten? Das Coolste, es gibt sehr viel Cooles. Diese abwechslungsreichen Bereiche, die man kommt, es sind alle super nett. Wir sind so viele Lehrlinge, wir sind dieses Jahr, glaube ich, über 40 Lehrlinge und man bindet sehr schnell Freundschaften. Man hat einfach sein eigenes Team und ja. Also und sie kümmern sich auch super um die Lehrlinge, man hat so viele Aufstiegsmöglichkeiten. Lehrer mit Matura zum Beispiel, also es stehen danach alle Türen offen. Na, sag einmal, warum hast du dich genau für den Lehrberuf entschieden? Ich war schnuppern und mir hat es da super gefallen und es waren alle super nett. Und ja, dann war eigentlich mein einziges Ziel nur Lehrling bei TGW zu werden. Und ich war dann so erleichtert und so glücklich, wie ich es dann endlich geschafft habe und sie mich genommen haben. Und ja, jetzt bin ich da und ich freue mich super, dass ich da sein darf und dass ich meine Lehre bei TGW machen darf. Sehr cool. Hoffentlich sehen wir uns später noch.